Und Martin Schmidt. Er feiert Erntedank, obwohl dieses Jahr ihnen als Winzer viel zugemutet hat. Anfang des Jahres gab es Frost in Südbaden wie lange nicht. Viele Winzer haben 30%, andere 100% Trauben verloren. Bei ihnen in Eichstätten am Kaiserstuhl hat sich's noch ganz gut gewendet. Es ist ein Jahr, das uns ewig im Gedächtnis bleiben wird. Aber das Wetter hat sich für uns so im Positiven gedreht, dass wir jetzt eine normale Ernte fast haben, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin. Das sage ich immer, die Ernte kommt von oben. Wir Menschen können da gar nichts beitragen oder wenig, wir können dankbar sein. Martin Schmidt ist darum der Erntedankgottesdienst sehr wichtig. Auch weil ein großes Unglück auf allen lastet. In der Lese ist ein Winzer ums Leben gekommen, beim Traubenanliefern in seinem Betrieb. Aber er kann Winzer nicht sein ohne Dankbarkeit und nur mit Zuversicht, weil Wein unberechenbar ist, auch jetzt, wenn er reifen soll. Ein Motto von uns ist auch Laufenlo, dass man wirklich der Natur ihren Lauf lässt und sehr wenig eingreift. Und meines Erachtens gehört da wirklich Gott Vertrauen zu. Wenn man sich da aufs Lehrbuch und auch Analyse verlässt, wird man durchdrehen. Erfahrung und Intuition sind wichtig, weil Wein lebt, immer wieder anders ist. Daran muss jeder denken, wenn er mit Lebendigem umgeht, meines Erachtens. Ich bin, kann man sagen, besessen. Wenn ich einen Wein probieren kann, werde ich den probieren. Ich komme auf 2000 verschiedene Weine, die ich im Jahr probiere. Weil die Vielfalt, die Wein bietet, ist unglaublich. Mir geht es ganz stark um die Erfahrung oder um eine Erkenntnis. Wein öffnet ihm Welten, sinnlich und mental. Allerdings bis Weihnachten ist wenig Genuss. Die jungen Weine fordern Arbeit und ungeteilten Geschmackssinn. Dabei schmecken sie nicht toll. Ich habe an die 200 Weine jetzt am Gern, die wir wöchentlich mindestens einmal probieren müssen. Und es ist wirklich Arbeit und ich kann dann auch abends kein Glas Wein mehr genießen. Anfangs hat Martin Schmidt gesagt, die Ernte kommt von oben. Und jetzt erzählt er von so viel Arbeit. Aber das ist kein Widerspruch. Gott ist der Schöpfer, wir Menschen seine Mitschöpfer und arbeiten Gott hinterher. Das ist auch wieder für mich als Winzer das Tolle, dass man da so ein Produkt schafft, das eben die Lebensfreude vermittelt, das aber auch besinnlich ist und ein jahrhundertaltes Kulturgut, das die Menschen schon immer schätzen. In einem alten Gebet wird Gott schon gelobt, dass der Wein das Herz der Menschen erfreut. An einer Stelle aber ist Wein für ihn viel mehr als Genussmittel, im Abendmahl. Da symbolisiert er Gott und zeigt, dass der bei uns Menschen ist, im Schlimmsten und im Schönsten. Der Abendmahlwein ist schon immer Abendmahlswein und hat mit dem anderen Wein für mich gar nichts zu tun. Ich bin selbst Kirchengemeinderat und gebe auch oft das Abendmahl und es ist aber für mich was ganz, ganz anderes. Wein hat für Martin Schmidt etwas Göttliches. Nach dem nächsten Titel erzähle ich Ihnen, wo er das erlebt. Martin Schmidt beeindruckt mich eins ums andere Mal. Mitten in der hektischen Weinlese nimmt er sich Zeit für mich. Äußerlich ein ruhiger, bescheidener, innerlich ein Weinbesessener. Musiker hätte er auch werden können, erzählt der 42-jährige Vater von 3 Kindern, nebenbei. Und ist heilfroh, dass er Winzer ist. Meistens liebe ich die Natur und den Kaiserstuhl. Die Erfahrung habe ich erst gemacht nach dem Studium, wie schön wir es haben und wie wichtig hier der Weinbau ist, um das alles zu erhalten. Und weil die Winzer den Kaiserstuhl so bearbeiten, deshalb ist die Natur in unserer Umgebung so. Darum Kulturlandschaft. Natur von Menschen gestaltet und geschaffen. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Mut wie er. Er hat mit seiner Frau das elterliche Weingut übernommen und ein zweites, das dessen Erben nicht fortführen wollten. Wenn man die Ausmaße kennt von dem Betrieb, sagt man schon, jo, es drückt mich nicht. Aber da ist, finde ich, halt einfach der Glaube wichtig und die Familie, wo man einfach einen Rückhalt hat und bestärkt ist. Das gibt ihm Zuversicht. Mit der überrascht er mich auch, als ich ihn frage, ob sie am Kaiserstuhl auch den Klimawandel spüren. Klar, aber er schreckt ihn nicht, im Gegenteil. So eine frühe Lese und wenn man dann auch guckt, eben wie hat sich die Zuckerproduktion der Rebe entwickelt, dann leben wir heute im Paradies. Wir sind Profiteure des Klimawandels, weil wir halt heute viel bessere Qualitäten ernten können. Sie spüren aber auch die Schattenseiten des Klimawandels. Die Arbeit wird mehr und stressiger. Kürzere, hektische Lese, neue Schädlinge, Pilzkrankheiten. Und beim Wetter muss man mit allem rechnen. Man muss im Denken variabler werden. Auch in der Ernährung der Pflanze zum Beispiel ist es sehr wichtig, um gesunde Traube zu haben, ist der Aufwand heute, ich würde mal sagen, verdreifacht. Ich merke, mein Bild vom idyllischen Winterleben ist sowas von überholt. Was er alles vereint. Er ist moderner Unternehmer, liebt seine Weine, engagiert sich für seine Landschaft
und ehrenamtlich im Weinbau und in der Kirche. Geprägt hat Martin Schmidt auch ein Pfarrer. Bei der evangelischen Jugend auf dem Lande hat er mich da auch eingeführt und gefordert. Und da bin ich auch der Meinung, wenn jeder Mensch was Gutes tut, dann geht's unserer Welt gut. Was erwartet oder erhofft er von uns als Weinkonsumenten? Für die Winzer oder für die Landwirtschaft allgemein ist Wertschätzung sehr, sehr wichtig. Dass man einfach auch ein Produkt hat, das wertgeschätzt wird. Man möchte da eben nicht, dass mit Wein Missbrauch betrieben wird, sondern dass es wirklich da als Kulturgut und Genussmittel gesehen wird. Das nehme ich mit von Martin Schmidt. Wie wertvoll Wein ist und dass ich Grund habe, Gott Danke zu sagen. Wie? Ich mach's wie er. Im Gottesdienst und mit einer Musik, die wir beide sehr lieben. Den Kanon von Pachelbel. Musik hat manchmal für mich auch was Göttliches wie Wein. Das ist ein Stück, wo ich in der Kirche einfach wieder runterkomme. Gleichzeitig schwingt aber auch sehr viel Dankbarkeit mit, wo ich auch wieder Zuversicht tanken kann.